schaffe ich mit den Fingern nicht. In den 70er Jahren, als dieses Kernkraftwerk projektiert wurde, hat man nach einem geeigneten Grundstück Ausschau gehalten. Und es gab drei Gründe, warum man sich nun für die Gemeinde Emmertal am Standort Grohnde entschieden hat. Einmal liegt es direkt an dem Fluss Weser. Dann, dass die Klosterkammer ein recht großes Grundstück zum Verkauf angeboten hat und die politische Stimmung im Kreis der Gemeinde war überwiegend dem Bau eines Kernkraftwerkes in diesem Landstrich wohlgesonnen. Wir haben hier ein Modell vor uns, das wir auch gerne den Besuchergruppen zeigen. Ich fahre das einfach mal auf. Dann sieht man ja alles, was sich in dieser 1,80 Meter starken Betonkuppel verbirgt, mit dem Reaktordruckgefäß, mit dem Primärkreis, mit dem Sekundärkreis, mit dem Dampferzeuger, mit dem Abklingbecken. Alles das, was wir dort in dem kerntechnischen Bereich dieser Anlage haben, ist das Besondere. Heute nach 25 Jahren sind wir immer noch auf dem aktuellsten Stand und haben eine Technologie, nach der sich ja wirklich Ingenieure die Finger lecken. Ja. Gibt's denn da auch noch so?
Jo, nee, dann ist das okay. Damit und hallo. Ja, ja, schon wieder Belcher. Ja, rufe ich aus. Okay, danke. Tschüss. Firma Dekonter, Frau Reinhardt, bitte. 2240. Firma Dekonter, Frau Reinhardt, 2240. Firma Elektroma, Herr Ernst, bitte. 2998. UA60 Dora 3, leichte Tropfleckage am saugseitigen Pumpenflansch innerhalb einem Monat mit Auftrag MTK. Ja. VE11 Dora 1, kein Öl im oberen Schauglas innerhalb 3 Tagen ohne Auftrag MTK. Ja. Dann TX07 Paula 17, Meldung angesprochen innerhalb 7 Tagen ohne Auftrag MTN. TF60 T1, Abfall des Messwerts um ca. 1 Kelvin innerhalb 3 Tagen ohne Auftrag LTN. Ja. Achso, das muss mit Auftrag. Das aber, achso, okay. Und da werden wir auch 7 Tage brauchen, das ist ein Phänomen, da müssen wir einen Messaufbau machen und das ein bisschen beobachten, wenn wir das ausführen, also 7 Tage. Genau. Zurzeit ist da ein Schreiber an den PT100 direkt angeschlossen. Ne? Ja, ist bekannt. Okay. Gut, dann geht es weiter, ZY07 J603, Brandschutzweise unten abgelöst, innerhalb 7 Tagen mit Auftrag MPS. Ja. ZF03 J205, Brandschutztür fällt nicht ins Schloss innerhalb 7 Tagen mit Auftrag MPS. Ja. Dann gab es schon mal eine SCM, ist jetzt neu, FV941, kurzzeitiges Ansprechen der Meldung mit Auftrag LTK. Ja, wir haben hier auf der Anlage auch sogenannte Vernebelungsanlagen von der Firma Rheinmetall. Und diese Vernebelungsanlagen werden dazu benutzt, wenn Flugzeuge, entführte Flugzeuge oder auf Kollisionskurs befindliche Flugzeuge auf das Kraftwerk zufliegen würden. Würden wir von der Flugbereitschaft in Nordrhein-Westfalen die Meldung bekommen, und hier auf der Warte halt die Vernebelung auslösen. Dann würden halt diese beigen Metallfächer hochfahren und Kartuschen mit Vernebelungsmunition würden dann das gesamte Emmertal auf einer Höhe von 300 Metern komplett einnebeln. Und je nach Windrichtung und Windstärke würde der Nebel rund 10 bis 15 Minuten stehen bleiben. Und dann hätte man halt noch mal eine zweite Salve und dann wird wirklich vernebelt. Tatsächlich vernebelt.
Wir stehen hier vor der sogenannten Reaktorschutztafel. Die Reaktorschutztafel signalisiert dem Betriebspersonal, ob wesentliche Parameter in einen Zustand gerückt sind, der in Richtung einer unguten Situation führen kann. Und das wird dadurch signalisiert, dass wir zunächst eine Signalisierungsebene haben, in welcher, wie Sie hier sehen, bestimmte Größen überwacht werden auf einen bestimmten Gutbereich. Und wenn dieser Gutbereich verlassen wird, würden hier Lämpchen aufleuchten. Das signalisiert, ein Signal ist gesetzt. Und dieses Signal wird gegebenenfalls verknüpft und führt zu Auslösungen. Und dieser Balken hier, der waagerechte große Balken, ist die sogenannte Reaktorschnellabschaltung. Alle Signale, die hier draufgehen und ausleuchten, die würden hier zu einer Reaktorschnellabschaltung führen, die innerhalb von 1 bis 3 Sekunden den Reaktor sicher abschaltet. Und damit auch dafür sorgt, dass die nukleare Wärmeerzeugung unterbleibt. Also die Frage ist ja, welche Aufgabe im Betrieb hat der Mensch und welche Aufgabe hat die Technik? Und in das Design unserer Anlagen ist eingebaut, dass der Mensch Fehler macht. Das ist klar, jeder von uns macht Fehler, im Durchschnitt 10 Stück pro Stunde, beim Autofahren allemal. Und das kann in der Kerntechnik natürlich auch von Schaden sein. So, deshalb sind die Anlagen so gebaut, dass Entscheidungen, wo die Lage möglicherweise unklar ist, von der Automatik getroffen werden. Das heißt, unsere Anlagen müssen nachweisen, dass sie die ersten 30 Minuten einer jeden denkbaren Störsituation alle Entscheidungen autark und automatisch treffen. Die Überlegung ist, dass der Mensch sich zurücknimmt, eine halbe Stunde analysiert, was ist abgelaufen, aber es wird von ihm nicht verlangt, dass er eingreift. Wir müssen so senken, pass auf. Also, ich denke, so soll's. So soll es ungefähr passen. Das ist dann von morgen schon weiter von. Das kommt ab Zwischenmail, oder? Waren wir dann RL in Betrieb? Nach Speisewasserversorgung im Betrieb. Nach dem Reaktor aufheizen. Gut, also die Gruppe hat sich jetzt festgelegt auf die Reihenfolge. Wir wissen ja, dass sämtliche Schritte im Betriebshandbuch beschrieben sind. Wobei bei der Reihenfolge wissen wir alle, man hier und da auch noch mal diskutieren kann. Das kann auch schon mal abweichen. Ja. So, jetzt gestern waren ja ein paar Dinge, die nicht so ganz funktionierten. Vielleicht kommen wir da jetzt noch mal drauf zu sprechen. In dem Ablauf des Lastabwurfs haben sich dann ja ein paar Dinge eingeschlichen. Was war das? Da kann der Schichtleiter noch mal was zu sagen oder vielleicht möchte auch noch mal jemand anders? Das auslösende Ereignis, das war in Gundelfingen, also nicht in unserer Anlage, sondern die Störung, die kam von außen. Erkennungskriterium, das war Blockschutz angesprochen, also das war auch die erste Meldung, die da bei uns gekommen ist. Kurze Zeit später hatten wir eine Reaktorschnellabschaltung über Verblockung-Umleitstation und mit anschließendem Notstromfall. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurück machen und zwar den Lastabwurf noch mal kurz beleuchten. Wie verhält sich denn da die Umleitstation? Die 45 MW Eigenbedarf werden kalter, die sehe ich oben an der Anzeige genau. Und die restliche Energie, was zu viel ist, also was über der Reaktor Mindestlast ist, geht über die Umleitstation Hauptwärmesenke. Ich würde sagen, diesen Vorgang, den können wir noch mal beleuchten. Wir haben ja die Möglichkeit, uns über den Prozessrechner das Ganze anzusehen und auch die Anlagenzustandsanzeige an der Stelle noch mal anzuschauen. Vielleicht ergibt sich das noch im Verlauf des Nachmittages, wenn wir in der Warte sind, dass wir da... Was der Mensch natürlich machen kann, er kann sich vertun. Er kann einen falschen Knopf drücken. Er kann an einem falschen Stellglied drehen. Da haben wir jetzt, das ist die betriebliche Ebene allerdings, auf dieser betrieblichen Ebene sogenannte Verriegelungen. Das heißt, der Mensch ist gar nicht in der Lage, eine Pumpe zu starten, wenn nicht alle Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das heißt, die Automatik überprüft, ist
die Ölversorgung für die Lager da? Ist das Kühlwasser da für diesen Motor oder für diese Pumpe? Sind alle Voraussetzungen gegeben? Und wenn die Automatik das bestätigt, gibt sie eine Freigabe, dass der Mensch die Pumpe von Hand starten kann. Würde er sie von Hand starten und die Voraussetzungen sind nicht gegeben, würde die Pumpe stehen bleiben. Und die Automatik würde signalisieren, du willst, dass sie läuft, aber sie darf nicht laufen, weil eine Voraussetzung fehlt. Selbstverständlich sind alle diese Systeme, die dafür zuständig sind, mehrfach vorhanden. Es kann ja sein, dass ein System kaputt ist oder in Reparatur. Deshalb haben wir genügend Redundanzen, um die Wahrscheinlichkeit, dass das gesamte System versagt, in eine Höhe zu bringen. Jetzt sage ich was Akademisches, das liegt bei 10 hoch minus 7, 10 hoch minus 8 Eintrittswahrscheinlichkeit. Im normalen Sprachgebrauch wird man sagen, nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen. Ahrens? Wir müssen noch den Auftrag tauschen wegen MU30, ne? Da gibt es einen neuen jetzt. Hat er es nicht gesagt? Ach so. Nee, war auf diesem einen stand ja was drauf von dieser WKP-Stellung für die Sponsor. Und da hat er sich jetzt rückversichert, dass wir das nicht brauchen, wir müssen ja auch mal austauschen. Genau, dass wir den alten abholen und die neuen kriegen praktisch von uns. Ja, das ist eigentlich schon fertig. Wir brauchen sie bloß abholen. Wir können sie direkt hochkommen und wir brauchen sie einfach. Und am besten den alten eben. Ja, danke. Wir dürfen nie in eine Hochstimmung verfallen. So nach dem Motto, ach, ist alles herrlich, was sind wir für tolle Jungs. Dann kann es schon mal eher vorkommen, dass wir was übersehen. Nichtsdestotrotz sind Automatiken dann natürlich wieder dazu da, um die Anlage zunächst mal in einen sicheren Zustand zu überführen. Die Störfälle, die für unsere Anlage vorgedacht sind, die trainieren wir natürlich am Simulator. Und das habe ich auch schon mal üben lassen. Am Simulator den Normalbetrieb. Und da reicht eine halbe Stunde aus. Und dann, weil das Personal das halt nicht glauben kann, wird in jede Kurve irgendwas hinein interpretiert. Hier ist das umgekehrt. Hier fängt es dann zu blinken an. Und dann muss man erst mal sehen, um welche Störung es sich handelt. Also wir schauen zuerst auf den Reaktordruckbehälter. Das heiße Wasser läuft aus dem Reaktordruckbehälter heraus, läuft über den Dampferzeuger, gibt dort seine Wärme ab, wird dann von der Hauptkühlmittelpumpe zurückgepumpt. So, die Störung beginnt jetzt durch das Fehloffenbleiben des Druckhalterablaseventils. Druckhalter schäumt auf. Druck im Reaktordruckbehälter nimmt ab. Erste Blasen entstehen im Kern. Reaktordruckbehälter siedet. Das heißt, jetzt sehen Sie Phänomene, die wir nennen Wasserhammer. Dass quasi sich in der Loopleitung eine Welle bildet. Und die Krux, das sehen Sie auch nochmal, der Druckhalter täuscht für die Kollegen auf der Warte immer noch vor, wir haben genug Wasser im System. Und Sie sehen, die Leitungen sind vollkommen leer. Das Glasmodell ist gebaut worden nach zwei Störfällen, die wir hatten. Das eine war ein Störfall 1979 im Kernkraftwerk Three Mile Island und im Kernkraftwerk Biblis 1980. Wo also der Strom ausgefallen ist. Und bei beiden Störungen treten sehr interessante Phänomene auf. Und dieses zu klären und zu zeigen, das war das ursprüngliche Ziel dieses Modells. Was haben wir Kondensatordruck zurzeit? Momentan haben wir einen Kondensatordruck jetzt von 0,12 bar, fällt aber noch weiter. Okay. Also man merkt, wie eine Pumpe ausschaltet. Ja, hallo, Herr Blesig.
Ja, wir haben eine kleine Störung bei uns auf der Anlage. Wir können momentan die Volllast nicht fahren. Wir bemühen uns, möglichst schnell die kleine Störung zu beheben. Ich benachrichtige Sie wieder, sobald wir die Störung behoben haben und auf 100% Leistung fahren können. Stefan, wir haben hinterher eine Meldung. Nochmal als Info für euch zwei auch. Also Schlosser hat gerade gemeldet, dass wir wahrscheinlich einen Meldenabriss von der VC-13-Pumpe haben. Das heißt, wir werden jetzt die VC-13-Pumpe außer Betrieb nehmen. Andreas, der Lüftung hat umgeschaltet, TL24. Helmut, ja? Lüftung im SAP hat umgeschaltet, 20 TL24. Ah ja, okay. Helmut, der Druck im SAP steigt, der ist schon bei 12 Millibar. 12 Millibar? Ja. Was haben wir momentan für einen RDP-Druck? Einen RDP-Druck haben wir momentan von 55 Bar. Okay. Feuermeldung. Lüftungsabschluss. Okay. Oh, jetzt haben wir automatischen Lüftungsabschluss bekommen. Helmut? Ja? Gullis im A-Teil haben wir angesprochen, im Raum 602. Okay, ja, ich sehe es, dass die angesprochen haben. Andreas? Wir haben feuchte Druckkammer gekriegt. Heiko? Bitte? Das sieht so aus, als ob wir eine Leckage im Sicherheitsbehälter haben. Ja. Wir haben jetzt einen automatischen Fluchtalarm bekommen. Feueralarm ist auch angeregt worden. Bitte Räumungsalarm im kompletten Kontrollbereich auslösen. Helmut? Ja? Reaktor Mindestlast, kann ich auslösen jetzt? Ja. Auslösen. Reaktor Mindestlast wird jetzt ausgelöst? Ja. Reaktor Mindestlast ist ausgelöst. Bündel-Umweltpumpen fahren auf Mindestdrehzahl und Steuerstäbe fahren ein. Haben wir immer noch einen Druckanstieg im Sicherheitsbehälter? Druck im Sicherheitsbehälter ist größer 200 Millibar, steigt immer noch. Das heißt, wir machen jetzt Reaktor-Schnellabschaltung. Helmut? Ja. Resa auslösen? Ja. Resa ist ausgelöst und haben den Fahrer umgeregt. Notaus? Ja. Notaus betätigt. Ja, Kernkraftwerk Unheimlinge ist mir klar. Was ist denn los bei euch? Ja? Also die großen Hauptarmaturen sind alle zu, ja. Könnt ihr bestätigen. Gut. Also ich denke, da war das Volk schon überfordert mit der Abstimmung. Von der technischen Seite her gesehen auf jeden Fall.
Also, ja? Ich glaube, das war einmalig, dass man über den Betrieb eines Kraftwerkes, das um 9 Milliarden da errichtet worden ist, dass man da knapp vor der Inbetriebnahme Volksabstimmung macht. Ne? Und das Schlimmste war natürlich, und das habe ich persönlich erlebt, weil zur Abstimmung hin hat der damalige Chef, der Herr Nistler, gesagt, also wir müssen alles unternehmen, wenn dann die Modelle verbrannt werden vom Kernkraftwerk, nicht? Weil da haben sie ja, die Gegner haben sich ja formiert. Wir haben ja auch die Angst gehabt, da hinten diese Holzbaracke, dass uns die angezündet wird durch irgendwelche Aktionen. Und wir waren also in dem Verwaltungsgebäude und haben dann die Volksabstimmung abgewartet und die Auszählung. Und der damalige Chef hat gesagt, ihr macht euch dann den Sekt auf, wenn wir gewonnen haben oder wenn das positiv ausgeht für uns. Naja, leider war es dann so, dass wir da gezittert haben und die Zitterpartie ist immer größer geworden und wie das dann 49,5 zu 50,5 dagegen ausgegangen ist, ist einmal fürs Erste für uns ein bisschen was zusammengebrochen, das muss man auch sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben weiterhin ein Kernkraftwerk. Ja, wir können stolz behaupten, vielleicht das sicherste der Welt. Ja, das ist eben bei dem Wort rausgekommen. Haben das eigentlich auch als Schulungsanlage umgerüstet. Es kommen sehr viele deutsche Mitarbeiter aus Kernkraftwerken zu Schulungen über die Kraftwerksschule aus Essen. Ja. Und das Geschäft läuft sehr gut. Kernkraftwerk Zwentendorf zurück. Wir befinden uns jetzt beim Sicherheitsbehälter. Der hat einen Durchmesser von 26 Meter und eine Höhe von 36 Meter. Der Aufbau von oben, von 39 Meter her, ist oben ist das Brennelement Wechselbecken. Im weiteren Sinne sieht man hier drinnen in der Mitte des Sicherheitsbehälters den Reaktor. Ja, nur bei einer Reaktorschutzabschaltung, die automatisch in Kraft tritt, wird die Schnellabschaltung ausgelöst. Das heißt, die Steuerstäbe werden in den Kern hineingeschossen und im weiteren Sinne wird dann Wasser aus der Kondensationskammer angesaugt und wird mit Pumpen der Reaktor mit Kühlwasser versorgt. Eine Etage tiefer, das heißt auf 24 Meter, beginnt dann die Betonummantelung des Reaktors. Das ist bezeichnet als biologisches Schild. Und auf dem Bereich 27 Meter führen die Dampfleitungen vom Reaktor raus, wo man dann den Dampf Richtung Maschinenhaus abführt. Die Anlage wurde gebaut vom Kraftwerksbauer Siemens KWU. Es gibt 5 baugleiche Kernkraftwerke in Deutschland, die hier ein gut sortiertes Ersatzteillager gefunden haben. Gundremmingen, Philipsburg, Kernkraftwerk Isar, Krümmel und Brunsbüttel. Dann der Stand bei den Arbeiten am Umformer 32GZ20 ist so, dass wir den dann morgen zum späten Mittags, in den späten Mittagsstunden dann wieder verfügbar haben, sodass wir dann anschließend die Schicht-BKPs durchführen können, um die Redundanz 2 verfügbar zu bekommen.
Ich bin jetzt mit meinen Ausführungen soweit durch. Hat einer in der Runde noch einen Punkt, den wir jetzt noch diskutieren sollten? Oder gibt es noch? Ja gut, dann wünsche ich allen einen erfolgreichen Arbeitstag und wieder ran an die Arbeit. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 9 Uhr. Also wir verbrauchen immer für einen Zyklus ca. 130 Brennelemente und während der Revision wird der Brennstoff für das nächste Jahr eingeladen. Man fährt das Kraftwerk runter, man öffnet dann den Reaktordruckbehälter und fängt dann an mit der Lademaschine die einzelnen Brennelemente einmal umzusetzen oder aber die alten abgebrannten Elemente auszuladen ins Lagerbecken und von dort aus dann die frischen Elemente in den Kern einzuladen. Um die Radioaktivität, die Strahlung wirkungsvoll abzuschirmen, reichen ungefähr 1 bis 2 Meter Wasserüberdeckung über den Brennelementen. Und das ist auch das, was mindestens eingehalten wird im Lagerbecken für Handhabungen mit den Elementen. Das heißt also, diese Wasserschicht reicht vollkommen aus, um eben die Strahlung, sowohl die Neutronen als auch die Gammastrahlung wirkungsvoll abzuschirmen.
Nee, das war ja nur von der Mappe, so weit wie ich komme. Alles klar. Du, pass mal auf, noch eine Frage. Die Maskenbude muss ja immer besetzt sein, ne? Wenn Sie Komponenten für Instandsetzungsmaßnahmen öffnen, wo radioaktiv Reaktorwasser oder radioaktive Medien durchgelaufen sind, dann müssen Sie damit rechnen, dass diese Flüssigkeiten durchaus auf den Körper gelangen können. Und die Aufgabe des Strahlenschutzes besteht darin, durch geeignete Schutzmaßnahmen, Schutzkleidung, Handschuhe zu vermeiden, dass an die Körperoberfläche radioaktive Stoffe herankommen können. Der Grundsatz heißt, jegliche Strahlenbelastung, die unnötig ist, zu vermeiden, egal ob es jetzt Direktstrahlung oder Kontamination ist. Der Unterschied zwischen Direktstrahlung und Kontamination besteht darin, dass die Direktstrahlung wie Licht von außen auf uns einwirkt. Die Kontamination ist eine oberflächliche Verunreinigung mit radioaktiven Partikeln oder Stoffen. Wenn die Strahlenschutzmaßnahmen greifen, sind Kontaminationen äußerst selten, gemessen an der Vielzahl der Tätigkeiten. Die radioaktiven Partikel, die letztendlich die Kontamination bedingt haben, lassen sich in den allermeisten Fällen durch einfaches Händewaschen relativ gut beseitigen und damit auch wieder entfernen. Bitte Körperkontakt betätigen. 4, 3, 2, 1. Bitte umdrehen und Hände und Füße zur Rückenmessung positionieren. 4, 3, 2, 1. Das ist nicht kontaminiert. Bitte Mailbox entleeren. Wir haben einen Tagesgrenzwert von 1 Millisievert. Und wenn jetzt hier 1500 Mikrosievert pro Stunde vorliegen, dann würde ich den Mann nicht den ganzen Tag vor Ort beschäftigen können und sagen, lieber Mitarbeiter, du kannst hier maximal 6 Stunden schaffen. Eigentlich geht unsere Aufgabe noch viel weiter, denn wir wollen nicht haben, dass der Mann dieses Millisievert ausschöpft. Denn wir wollen eigentlich schon, dass er möglichst wenig Dosis ausschöpft und würden dann im entsprechenden Fall auch Abschirmungen anbringen, sodass also der Mann dann doch deutlich länger arbeiten kann als jetzt nur ein paar Tage, um dann seine Jahresdosis auszuschöpfen. Wenn man hier mal das mal demonstrieren kann, das ist ein sogenannter Marinelli-Topf. Und in diesem Marinelli-Topf wird diese Probe entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für 10 Minuten analysiert. Und es ergibt sich dann ein Gesamt-Gamma-Messwert, also eine Gesamtradioaktivität an der Stelle. Hier gelten Grenzwerte, die zur Abgabe dann dieses Wasser bringen dürfen. Anschließend machen wir aus diesen Proben Wochenmischproben, Monatsmischproben und Quartalsmischproben. Die werden dann nochmal auf ihre Radioaktivität untersucht. Auch die einzelspezifischen Untersuchungen werden hier durchgeführt. Und die kommen dann tatsächlich zur Bilanzierung und zur Meldung auch gegenüber Behörden oder auch in unseren Gewässerschutzberichten. Thank you.
Grüß Gott. Bitte legen Sie, falls Sie Gegenstände bei sich haben, diese in die Messbox und positionieren Sie dann Ihre Hände und Füße zur Frontmessung. Also wir sehen jetzt hier eine Osmosisleistung von ungefähr 20 Mikrosievert. Das heißt also, das ist das ca. Fünffache der Osmosisleistung wie auf einem Transatlantikflug. Das heißt also, wenn man hier an dieser Stelle stehen würde, dann würde man in einer Stunde die gleiche Dosis bekommen wie auf einem Transatlantikflug. Das ist ja hier der Kaster, wo diese abgebrannten Brennelemente jetzt eingelagert sind. Das ist für die Wärmemenge sind es ca. 20 Kilowatt, die dort eingeladen sind. Und das führt dann letztendlich zu einer Temperatur von ungefähr 50 Grad an der Oberfläche. Also das heißt, man kann hier noch locker mit der Hand hinfassen, ohne sich zu verbrennen. Wir befinden uns hier im Standortzwischenlager des Kernkraftwerks Gundremmingen in einer der beiden Hallen. Hinter uns beginnt der Kontrollbereich. Insgesamt hat die Halle Platz für über 90 Kastoren und in der Parallelhalle nochmal fast 100 Kastoren, sodass die Gesamtkapazität bei 192 Kastoren ist. Pro Jahr kommen etwa 6 Kastoren hinzu. Jeweils 3 pro Block, die dann entsprechend den Vorgaben hier eingelagert werden und dort hinten aufgestellt werden. Jeder der Kastoren, sieht man an den dünnen Drähten, wird rund um die Uhr kontrolliert auf seine Dichtheit und dadurch sichergestellt, dass die Kastoren absolut dicht bleiben in jeder Situation. Hi there. I couldn't check my mails the whole day I was in meetings. Is there anything going on that we need to know? Okay. But they need to send us the plate number for the car so that we can arrange the access and also a name list of the crew who's coming. All right. So this meltwater. Yeah. Do you think it would be justified to pay the 1,000 euros more? Not really. Really. We can talk about it with Mark if you want, or maybe with a new person if she comes back. Okay, we'll talk about it. Okay. Thanks. Okay. Also das ist ein typisches Beispiel für eine Änderungsdetektion. Wir haben auf der linken Seite ein Bild von 2000 und hier haben wir auf der rechten Seite ein Bild von 2003. Also eine davon ist das Referenzbild und der andere ist, um zu sehen, was geändert wurde. Das sind diese roten Vierecke hier.
Genau, und diese Schachteln findet man dann wieder hier, wo wir dann jedes Gebäude mit einem Buchstaben versehen, der dann in dem Textteil erklärt wird, welche Funktion dieses Gebäude eben hat. Ja. Ja, die IAEA führt eine Datenbank, also wo alle Fälle des illegalen Umgangs mit nuklearem und radioaktivem Material registriert werden. Das schließt sowohl Uran-Plutonium ein als auch medizinische Strahlenquellen, Kobalt, Cäsium, Iridium und so weiter. In dieser Datenbank sind bis heute etwa 1600 Fälle registriert worden. Das heißt, wir haben insgesamt seit 1993 etwa 20 Fälle gehabt, die hochangereichertes Uran oder Plutonium betreffen, weltweit. Wir hatten Brennstofftabletten aus dem Garten in Lauenförde. Wir hatten auch so kuriose Fälle wie dieser Diebstahl von radioaktiv kontaminiertem Material aus der Wiederaufarbeitungsanlage, das dann in einer Wohnung eingelagert wurde. Da haben wir Proben bekommen, die reichten von Sportbekleidung über Staubsaugerbeutel, über Ausschnitte aus einem Autositz bis zu einem kleinen Kleenex-Streifen, der unter dem Teppich in der Wohnung lag. So it's estimated that about 8 kilograms of plutonium or 25 kilograms of highly enriched uranium is enough to make one nuclear bomb of the type that was used over Hiroshima and Nagasaki. So these are the numbers that we are looking at in terms of verification. But in fact, we actually measure and account for every last gram of nuclear material in a country. One needs to make three different types of categorizations. There are countries like Germany and Japan and Canada and Holland, for example. These are countries without nuclear weapons. So we do verification there on all of their nuclear activities. Then we have five countries that are known as nuclear weapon states. This is China, Russia, United Kingdom, France, and the United States. There, we do verification on a voluntary basis in a limited number. Then there are three countries that are not party to the non-proliferation treaty. That's India, Israel, and Pakistan. So in all countries that have a nuclear program, we do some verification of some type. Wie sieht es eigentlich mit der Atomaufsicht aus? Na, wer beaufsichtigt Kernkraftwerke? Es wird immer fälschlich geglaubt, dass das die IAEO macht, also die Atomenergieorganisation in Wien. Die macht das nicht. Das ist eine reine Serviceorganisation, zu der geht man so als Kernkraftwerk so wie zum Vertrauensarzt, berichtet über eine peinliche Krankheit und kann auf absolute Verschwiegenheit, mit absoluter Verschwiegenheit rechnen. Die IAEO publizieren solche Ergebnisse nur, wenn der sozusagen der Patient zustimmt. Dann darf das gemacht werden. Und die IAEA sagt dann auch sehr vornehm zu Ihnen, liebe Leute, kritisieren das auch nicht, sondern sie sagen nur, da wäre eine Verbesserung möglich. Na, und nach ein paar Jahren kommen Sie wieder und dann schauen Sie und loben Sie, wenn Sie das verbessert haben, und wenn nicht, sagen Sie, naja, man könnte das, das haben wir damals schon gesagt, ich sollte es doch verbessern. So ungefähr funktioniert das.
So. Der untere Knopf, sagst du, Uwe? Der, erstmal einschalten, rechts oben. So, jetzt musst du warten, bis er aufgeheizt ist. Dann heißt betriebsbereit, dann auf den Knopf nicht flüsst, ja. Auf den oberen Knopf? Nein, drunter, wo die Tassen eingezeichnet sind. Ja. Aber jetzt muss er aufheizen. Wenn man das Plutonium jetzt einmal hernehmen, ja, es strahlt nicht sehr stark. Ne? Nur im Körper darf es nicht kommen. Ne? Die Gesundheitsorganisation WHO hat ja angenommen, dass so in etwa im Millionstel Grammbereich man bereits Lungenkrebs bekommen kann. Ne? Wenn Sie das jetzt hochrechnen, dann können Sie also mit einem Gramm einer Million Menschen Lungenkrebs verschaffen, mit einem Kilogramm einer Milliarde, mit ein paar Kilogramm der ganzen Menschheit. Klarerweise, wenn Sie jetzt so viel Plutonium im Globus verstreuen, wird nicht jedes Atom natürlich die Lunge erreichen und die wenigsten wahrscheinlich. Aber trotzdem, es zeigt nur, wie gefährlich dieser Stoff ist. Und da sind wir dann bei dem Thema der Überbleibsel der Nuklearindustrie, also des sogenannten Strahlmülls. Und da hat man natürlich Substanzen, die für unglaubliche Zeiten von der Biosphäre ferngehalten werden müssen. Da gibt es also welche, die bestimmte Isotope, Cäsium-Isotope und so weiter, die haben dann Halbwertszeiten von, weil sie sich 1,5 Millionen Jahren, 15 Millionen Jahren. Und das sind Zeiträume, die sagt sie zwar so, aber das ist eigentlich nicht vorstellbar. Sind vorbei. Wir halten in jedem Fall eine Neubewertung der Kernenergiepolitik in Deutschland und das heißt Laufzeitverlängerung und wirkliche Fortschritte bei der Lösung der Entsorgungsfrage für zwingend. Zum Zweiten auch die Öffentlichkeit zu informieren, darüber, dass wir der Kernenergie vertrauen. Dass deshalb vielleicht auch sehr skeptische Frauen der Kernenergie vertrauen können. Aber als Verkäufer weiß man nie richtig weit. Geht immer besser. Das entsprechende Know-how mit den internationalen Schulungskursen vermittelt, die von der Organisation für Wirtschaftliche. Wenn wir zurückverfolgen können, wo und zu welchem Zweck Material entwendet wurde, können dort geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Missbrauch und Diebstahl ergriffen werden. Thank you.
Aber haben Sie eine Zahl? Wie viel Inventar ist 10 hoch 14? Becherei, ja. Wir haben insgesamt veranschlagt Kosten von also derzeit 2,3 Milliarden Euro bis zur Schließung. Und das Bergwerk selber soll dann größtenteils mit Salzbeton verfüllt werden, damit es eben dicht ist. Ja, ich meine, das Entscheidende ist, wir müssen ja die Langzeitsicherheit nachweisen. Und das müssen wir nachträglich machen, weil man das vorher nicht gemacht hat. Ja, und unter anderem. 40% der Fässer sind auch mit Beton gefüllt, ja, aber aus radioaktivem Wasser hergestellt worden. Ja. Sie haben, wenn Sie ein Kernkraftwerk betreiben, ziemlich viele Abwässer. Also zum einen durch die Kühlflüssigkeit, das wird ja immer wieder durch den Reaktor durchgepumpt, das muss dann irgendwann entsorgt werden. Zum anderen werden andere Teile gewaschen. Dann hat man auch radioaktives Wasser. Das muss dann verfestigt werden, wird also quasi einbetoniert. Und dann hat man, ja, Putzlappen hat man auch drin. Das sind aber auch andere Abfälle. Alles, was radioaktiv kontaminiert ist, eben leicht kontaminiert und nicht Brennelemente aus Kernkraftwerken. Und dann haben sie zu geringeren Teilen eben auch aus der Forschung und aus der Industrie Abfälle, auch aus der Bundeswehr, die auch radioaktive Abfälle produziert, die lagern hier auch. Aber der Großteil ist aus Kernkraftwerken. Wie viel sind denn das hier? Das weiß ich gar nicht. Ach, das, Sie haben insofern recht, dass man die jetzt gar nicht anders zählt. Glauben wir, wenn wir die Kubikmeterzahl an. Ja. Hier drin sind so und so viel Kubikmeter. Wie viel waren das? Ja, 6000. Und 18 hätten reingepasst. Das Forschungszentrum Karlsruhe wurde 1957 als nationale Forschungseinrichtung zur Entwicklung der Kerntechnik für friedliche Zwecke, also für die Stromerzeugung, errichtet. Wir haben seither
hier alle Arten von Kernkraftwerken entwickelt, teilweise als Prototypanlagen erfolgreich über lange Jahre sicher betrieben. Und wir haben viele dieser Anlagen auch schon wieder demontiert bis hin zur grünen Wiese. Heute sind wir ein Teil des Karlsruher Instituts für Technologie. Wir haben den reinen Pfad der Kerntechnik verlassen. Wir haben uns sehr weit diversifiziert. Wir arbeiten im Bereich Struktur der Materie, im Bereich Schlüsseltechnologien. Eine Spezialität von uns ist dabei die Untersuchung von möglichen hypothetischen schweren Störfällen und von der Entwicklung von Maßnahmen, die dazu beitragen, diese schweren Störfälle zu vermeiden. Das heißt, wir betrachten die wesentlichen Komponenten eines Kernreaktors und versuchen hier entsprechend dem internationalen Stand von Wissenschaft und Technik das Sicherheitspotenzial so hoch als möglich zu halten. Wir sind involviert in diese Generation 4 Entwicklung, in diese neuen Reaktoren. In diesen Reaktoren sollen so weit wie möglich die langlebigen Bestandteile des Brennstoffes zurückgeführt werden. Und diese Bestandteile sollen wieder im Reaktor mitbestrahlt werden, sodass das Gesamtinventar an diesen radiotoxischen Elementen so niedrig gehalten werden kann wie möglich. Das ist eines der Probleme der heutigen Kernindustrie, dass eben die langlebigen Aktiniden in den Abfall kommen. Und das soll bei diesem neuen Reaktor vermieden werden. Allerdings ist zum Beispiel in La Hague oder auch in Sellafield, wo das industrielle Reprocessing stattfindet, werden die Abfälle ja verglast. Und die Abfälle, die jetzt schon im Glas sind, die noch mal zurückzuholen, das würde ein riesiger Aufwand sein. Und ich glaube nicht, dass das ökonomisch effizient wäre. Oder ich glaube, dass das auch nicht angedacht ist. Es handelt sich also hauptsächlich in der Zukunft bei der Nutzung der Kernenergie eben diese Probleme, die existieren, zu vermeiden. Frau Giovanni Apfel, 235. Frau Giovanni Apfel, 235.
Berlin. Wenn man sich heute einmal anschaut, mit welchen Hoffnungen in den 50er und 60er Jahren die Kernenergie technisch nutzbar gemacht worden ist, wenn man Leute fragt, Wissenschaftler, Forscher, Ingenieure, die ihr Leben in den Dienst dieser Sache gestellt haben, ja nicht um irgendwelchen Leuten zu schaden, sondern sie wollten diese Energieform nutzbar machen, um damit zu Wohlstand beizutragen, zu Frieden beizutragen. Das hieß ja auch friedliche Nutzung der Kernenergie, das war ja der Slogan. Da ist viel an Lebensenergie, da sind ganze Biografien in das Zeichen dieser Technologie gestellt worden, in besten Absichten sozusagen. Ja, und dann zu sehen, wie das in den 70er und 80er Jahren in der Bevölkerung immer mehr an Akzeptanz verloren hat und schließlich auch politisch dann ja aus dem Verkehr gezogen wurde oder auch noch wird, das hat zu Verbitterung geführt. Denn man will sich ja nicht in den Dienst einer Sache stellen, die halt auf diese Weise an Ansehen verliert. Man hat in den 60er Jahren noch gedacht, dass der Energieverbrauch parallel zum Wirtschaftswachstum steigt, dann schöne Kurven nach oben extrapoliert und dann den Kraftwerksbestand so ausgelegt, dass er diese stark steigenden Kurven abdecken sollte. Und dann hat man viel zu viel gebaut. Es hatte dann, als es mit der Kernenergie Akzeptanz zu Ende ging, die ganz nette Folge, man brauchte keine neuen Kraftwerke mehr zu bauen und hatte trotzdem noch genug, weil man ja vorher zu viel geplant hatte. Das Schönste wäre es natürlich, man könnte Technik so machen, dass man sie immer an die jeweils neu eintretenden Erkenntnisse anpassen kann. Nur, wie schon im Beispiel Kernkraftwerke gerade gesagt, das geht eben nicht. Wenn das Kraftwerk mal da ist, dann ist es da. Wenn eine Autobahn mal gebaut ist, ist sie gebaut.
Der Minister Riesenhuber, der verkündete das aus. Und dann kam natürlich die Frage auf, was passiert mit dem fertigen Atomkraftwerk Schwellenbrüter-Kerker. Das ging alles relativ schnell. Große Teile sind nach Russland gegangen, weil die Russen waren hier und haben sich das angeguckt und haben gesagt, sie können es nicht verstehen, dass ein Kraftwerk, was so gebaut ist wie hier, nicht in Betrieb geht. Wir sollten doch mal mit in die Ukraine fahren. Tschernobyl ist ja eigentlich das Spiel gewesen, was uns den Nacken gebrochen hat. Als Tschernobyl explodierte, da war eigentlich klar, dass wir in der Versuchsphase waren und hier das auskam. Das muss man ganz klar sagen. Tschernobyl hat uns den Nacken gebrochen. Der Schwellenbrüter sollte ja den Kreislauf schließen, die restlichen Brennelemente so weit abzubrennen, dass sie dann anschließend ins Endlager kommen, was ja leider auch noch nicht da ist. Und das war ja ein ständiges Auf und Ab, dann gab es wieder eine Genehmigung, dann gab es mal keine Genehmigung. Will ich mich mal so ausdrücken, die Hoffnung stirbt zum Schluss. $9 Milliarden hat das Spiel gekostet, ja. Mit also Verlängerung und Nachrüstung und 3 Jahre Wartefrist und alles, was dabei gehört, inklusive Stromkosten, 9 Milliarden D-Mark. So, hier zum Beispiel sieht man die Nachrüstung der Kabeltrassen. Ist also eine Nachrüstung gekommen für Brandschutz. Jedes Kabel ist 3-mal mit Brandschutzfarbe gestrichen. Das heißt also, 100 Anstreicher oder Maler, 1 Jahr. Man hat mal so eine Rechnung gemacht, dass ungefähr 5000 Leute über 25 Jahre Arbeit haben. Ich rede noch gar nicht von dem Bäcker und von dem Fritzen, der die Wäsche gewaschen hat und der die Seife oder das Klopapier geliefert hat und so weiter hier aus der Region. Die haben alle davon gelebt. Viele Techniker, die was weiß ich, aus den Großstädten kamen, Frankfurter Raum zum Beispiel, Hanau, da die Gegend, wo Interatom herkam, die haben hier natürlich von Montags bis Freitags übernachtet und in Privatzimmern gewohnt. Und eigentlich die Bevölkerung Kalka war im klassischen Sinne nicht dagegen. Natürlich waren es einige Leute dagegen, gar keine Frage, das ist gar kein Thema. Ist auch in Ordnung. Ne? Dafür sind wir eine Demokratie, man kann natürlich auch seine Meinung sagen und kann auch gegen irgendwas sein. Vollkommen in Ordnung.
Ingo und Remming, der Block A, ist 1966 in Betrieb gegangen und war seinerzeit mal für 6 Wochen das größte Kernkraftwerk der Welt. Heutzutage klein, aber eben seinerzeit war das das erste kommerzielle Kernkraftwerk in Deutschland. 1977 gab es im Januar einen Eisregen, einen starken Eisregen, der zum Ausfall der abgehenden Leitungen hier vom Block geführt hat, was für ein Kernkraftwerk oder für ein Kraftwerk allgemein normal ist. Beim Rückfall in diesen Zustand Eigenbedarf, Inselbetrieb, kam es zu diversen Umschaltungsvorgängen, die dazu letztendlich geführt haben, dass man meinte, Wasser in den Reaktorbruchbehälter nachspeisen zu müssen, um auf jeden Fall genug Wasser im Bruchbehälter zu haben. Und diese Annahme war falsch. Und das letztendlich hat es zum Überspeisen geführt, was zu einem Abriss eines Sicherheitsventils geführt hat und zum Austritt von Dampf und Wasser ins Gebäude. Die Abschaltung der Anlage hat funktioniert wie ausgelegt. Die ganze Anlage hatte ja die Philosophie, wie heute auch jedes Kraftwerk, wenn was passiert, dann soll es drin bleiben, soll nicht nach außen dringen. Also die Anlage hat auslegungsgemäß funktioniert. Die Schnellabschaltung ist sofort passiert. Leider ist so ein Austritt von Dampf eben nicht sofort auf gleich abzusperren und hat eben dazu geführt, dass etliche 100 Kubikmeter Wasser ins Gebäude gekommen sind. Seit 1983 erfolgt die Stilllegung, sodass jetzt die Zukunft für den Block A ist, ihn umzubauen als große heiße Werkstatt, in dem ich mit kontaminierten Stoffen umgehen kann und ihn als Technologiezentrum für den Standort nutze. Aus dem Kombinat Kernkraftwerke Greifswald ist hier die Energiewerke entstanden. Der Rückbau kerntechnischer Anlagen, wie wir ihn hier betreiben, seit 1995, ist natürlich auch eine entsprechende Zukunftsbranche. Wir wissen ja, dass die Kernenergie, die Kraftwerksblöcke, haben einige schon ihr Alter erreicht. Wir kennen alle den Ausstiegsbeschluss, da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und demzufolge wissen wir aber, dass weitere Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Einige sind in Deutschland schon abgeschaltet, nicht nur wir hier, sondern auch andere wie Obrichheim, Stade, die jetzt seit kurzem ja erst sozusagen auch im Rückbau sich befinden. Weitere werden folgen und wir bemühen uns natürlich auch, hier mit Fuß zu fassen. So haben wir auch vor kurzem einen Auftrag vom Kernkraftwerk Obrichheim bekommen und wir sind verantwortlich, dort den Reaktor auszubauen. Wir haben ja den Reaktor Rheinsberg schon im Zwischenlager. Wir haben die Blöcke 1 und 2, die Reaktoren, ausgebaut. Unsere Vorstellung ist, dass wir die 50 bis 70 Jahre einlagern. Da hilft uns die Natur, weil unser Hauptnuklid, das Cobalt-60, hat eine Halbwertszeit von 5,3 Jahren. Also in 50 Jahren ist die Radioaktivität von ganz alleine auf ein Tausendstel gesunken.
Ein Teil kann dann auch zum Schrotthändler gehen und ein Teil wird trotzdem ins Endlager müssen. Thank you.